So, hallo, mein Name ist Bossy HD. Wir fangen einfach mal an mit einer kleinen Runde Minecraft. Ich spiele mit zwei Kollegen von mir, Kokusnuss und Icewind91. Wäre ganz toll, wenn die mal hier kurz herkämen. Fängt die große Sauerei an. Ja, Hallo. das sind die zwei. Wir sind hier auf einer kleinen Map, haben schon ein bisschen was aufgebaut, ist eine Survival Map. Und hier bauen wir einfach mal ein bisschen weiter. Ich würde sagen, ich erkunde jetzt auch erstmal hier diesen kleinen Turm. Der wurde von Kokosnuss aufgebaut. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Oh, sogar mit. Schöner Weg übrigens. Danke. Glasscheiben hast du auch schon drin. Okay, dein Turm wird ein bisschen größer als meiner. Ich baue oben auf meinem Berg auch noch einen kleinen Turm. Zeige ich euch gleich. Hui. Die Decke finde ich ein bisschen zu niedrig. Quatsch. Oh, schön. Auf jeden Fall schon mal eine tolle Aussicht von hier. Mal überlegen, ob man das vielleicht anders machen kann, damit man eine bessere Aussicht hat. Ja, einfach noch Aber höher es muss bauen. jetzt erstmal so bleiben. Ja, das passt ja Nee, schon mal. ging mir vom Äußeren. Naja. Das da hinten wird mein Turm. Ist zumindest schon mal ein Grundgerüst da. Fehlt aber noch eine ganze Menge. So, gehen wir mal wieder runter. Ah, übrigens hier bei der Treppe. Die dicken Blöcke, die du da in den Ecken hast, die habe ich zum Beispiel mal weggepackt. Und da dann halt diese kleinen Stufen dahin gemacht. Diese Eichenholzstufen. Hier die. Okay. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Hier haben wir auch ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Bisschen Karotten angebaut. Oh, hier ist. Wer von euch ist auf meinem Feld rumgesprungen? Hier sind schon wieder kaputte Plöcke. Ich nicht. Bin Ah! unschuldig. Auch noch ein paar Kürbisse. Oh, drei Kürbisse sind jetzt sogar schon fertig. Moment, da fehlt ein Kürbis. Der vierte Kürbis ist kaputt. Ah, gucken wir mal später. Und ich bin auch hungrig, merke ich gerade. Den hat bestimmt der Wind weggeblasen. Ja, der böse Wind. Der eisige Winter. Hier kommen wir in unsere Vorratskammer. Haben wir ein paar Truhen hingestellt. So, was futtern wir dann? Gebratenes Hühnchen ist jetzt wahrscheinlich voll die Verschwendung für die zwei Hungerbrocken, die mir da gefehlt haben. Ah, nehmen wir mal was mit. Hier auch übrigens unser Heim. Ein Name fehlt hier noch. Wir sollten vielleicht Floßname noch damit dabei schreiben. Ja, wir haben ja noch Schilder da. Kann ich ja gerade mal gucken. Wir haben nämlich hier die Flo. Survival Map zuerst nur zu zweit angefangen. Wo ist der überhaupt? Der ist hinten an seiner eigenen Hütte, schätze ich. Ah ja, da gehe ich gleich auch mal vorbei. Zeig allerdings gerade noch hier den Turm, den ich angefangen habe. Oh je, wenn ich überhaupt heil hochkomme. Ah. War vielleicht doch nicht so günstig, den so klein zu bauen. Oder eng zu bauen. Klein ist er ja nicht. Und da hinten ist anscheinend die Hütte vom Flo. Hat sich da ein bisschen zugebunkert, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen so aus, ein bisschen farbiges Holz Ja. benutzt. Bisschen fleckig. Wie so eine alte Banane.
Lecker. Ah nein, der ist hier im Untergrund. Die Untergrund. Der geht anscheinend ein bisschen Minen. Wie bist du denn da hingekommen? Hier durchs Wasser? Ah ja. Hallo. Oh. Mit einer Falle. Haha. Bisschen düster hier. Ja, ich suche Kohle, aber ich finde nichts. Hier. Dafür brauche ich die nicht. Eigentlich schon, nur egal. Hauptsache, mal was gesagt. Ich schau mir jetzt einfach mal deine Hütte an. Wie gesagt, sieht ein bisschen fleckig aus. So eine fleckige alte Banane. Zieht er hier um? Was hast du gegen unsere Hütte? Ha? Willst du nicht bei uns schlafen? Na, die Tür lasse ich mal offen. Ich. Warum? War nur so. Ich habe hier was anderes vor, so. Wenn es denn funktioniert. Wird schon wieder dunkel. Ja, ich starte gerade mal meinen Turm mit Fackeln aus. Zeit fürs Bett, kleine Kinder. Ah. Das böse Sandmännchen war schon Sandmännchen da. kommt gleich. Ah, hier ist ein weiteres Schild. Alles klar. Aber wir müssen dem noch ein Zimmer hier irgendwo reinbauen. Ja, das. Basti, da kümmere ich mich schon drum. Wunderbar. Und ein weiterer Tag ist angebrochen. Auf dass die Hier haben wir Monster auch uns noch ein. hoffentlich nicht töten. Ja, sehen wir mal. Wir müssen nur noch ein paar Nächte hier überleben. Hier haben wir auch ein schönes Portal schon. Wir könnten auch weitere Steine hier, diese Neversteine, die Glasdinger da abbauen. Ja, wohl habe ich gerade auch im Gedanken gehabt. Müssen wir uns nachher irgendwann mal drum kümmern. Weil die sind eigentlich super fürs Licht. Fliegst du da rum? Wer, ich? Sah so aus, würdest du da rumfliegen. Ah, nee. Ich wollte gerade in die Mine runtergehen. Hier unten ist ein Monster. Aber mal gucken, wie viel Steine haben wir überhaupt. Ich denke mal noch reichlich. Steine haben wir genug. Ach ja, fast eine komplette Truhe voll mit vollen Stacks. Holz bräuchte ich mir nur wieder. Ich denke mal, ich baue jetzt mal meinen Turm ein bisschen weiter. Und da geht mit Sicherheit restliche Holz drauf. Brauchen unbedingt Zäune. Zäune, ja. Ich habe 3 Stück. Aber auch nur, weil ich irgendwo abgerissen Way. habe. So. Können hier noch irgendwie später so Art Wettbewerbe starten? Was meinst du mit Wettbewerben? Weiß nicht, Statuen aufbauen oder dergleichen. Wer die schönere Statue aufbaut, gewinnt. Na, ist ja wohl klar, wer gewinnt, oder? Ich natürlich. Klar. Und dann wäre das auch wahrscheinlich besser in dem vom Flo geliebten Kreativmodus. Gott. Wir können es natürlich auch hier drin machen. Würde es wahrscheinlich ein bisschen interessanter machen. Aber auch ein bisschen zeitintensiver. Auch ein bisschen zeitintensiver, richtig. Eventuell. Wäre dann eine einstündige Folge. Oh, falscher Block gesetzt.
Du dürftest übrigens irgendwann mal wieder Farmer spielen. Oh, ist mein Feld wieder gewachsen? Hey. Dein Zuckerrohr steht. Es war so klar. Irgendwer musste ja reagieren, oder? Ja. Komm mal, 1, 2, 3, 4, 5 rein. Ich pack mal ein bisschen Holz. Wir brauchen nämlich unbedingt Zäune. 1, 2, 3, 4 rein. 1, 2, 3, 4. An meinem Turm fällt jetzt ein bisschen Holz runter, also falls du Holz brauchst, da kannst du es auch sammeln. Brauche ich. Holz, Holz, Holz. Komm her. Ich find's cool, dass man mittlerweile die Treppen hochrennen kann. Konnte man vorher nicht? Nein. Shit, jetzt fehlt mir auch Holz. Ah. Machst du eigentlich noch Mauern hin? Mauern? Ja, ich baue allerdings auch mit Holz. Baue ich hier hoch. Ja. Aber dafür fehlt mir jetzt ein bisschen Holz. Bisschen viel Holz. Ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch ein paar Platten und Treppen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir so viele Treppen gebaut habe. Warum springst du eigentlich nicht von deinem Turm aus ins Wasser? Guck doch mal, wo man hier rauskommt. Ich bin schon einmal verreckt. Deswegen wollte ich es nicht weiter probieren. Also ja, ich glaube, ich besser. Bin mir nicht sicher, wie das aussieht. Wenn du in ein Wasserdings springst, was ein Block tief ist, aber wenn du in ein Wasserdings springst, was zwei Blöcke tief ist, überlebst du auf jeden Fall. Bei einem Block nicht unbedingt. Da eben, da war ich mir nicht so sicher. Aber versuch's auf jeden Fall nicht bei einem halben Block. Und nicht mit meiner ganzen Ausrüstung. Nein. Wir haben keine Äxte mehr so wirklich, nur noch eine und die ist gleich kaputt. Ja, ich habe meine Diamantaxt, ist auch nur noch halb. Diamantaxt? Wo hast du das Diamant her? 3 Stück haben wir, damit kann man keine Axt bauen, oder? Doch, mit 3 kannst du eine Axt Perfekt. Bauen. Perfekt. Dann nehme ich die. Hier ist noch ein bisschen Eisenerz und Stäbe haben wir keine mehr. Oh nein. Oh, wir haben keine Stäbe mehr. Wir haben kein Holz mehr. Hast du noch Holz, um Stäbe daraus zu machen? Oder direkt Stäbe, das ist natürlich auch gut. Ne, die habe ich dir gerade mit dem Holz gemacht, was ich noch hatte. Oh, wunderbar. Ja. Dankeschön. Cool. Bin ich guter Mann. Nee, reicht nicht. Die Axt. Doch, reicht. Doch? Ja, ich habe den Block falsch gesetzt. Oh. Schande über mich. Ich bin noch ein Minecraft-Noob. Lass mal ein bisschen Holz sammeln. Jo, die Stäbe, die habe ich hier wieder in die Truhe getan. Meine Blöcke, die tue ich auch mal mit da rein. Ach, das eine ist eine Druckplatte. Nee, ich behalte meinen ganzen Kram. Was hier, dein Turm sieht lustig aus. Cool, gell? Ja, ich weiß, da fehlt noch ein bisschen was. Zumal der Rand. Das ist ja nur das Grundkonstrukt. Ich bin gerade überlegen, in meinem Turm vielleicht noch so eine Platte, so mittendrin so eine Platte zu machen, aus Glas, wo man dann drauf laufen kann. Und dann halt aus den Fenstern rausgucken kann. Ich bin mir mal überlegen, ob das nicht vielleicht ein bisschen unnötig sein könnte. Aber egal. So, gehen wir mal ein bisschen Holz hacken. Sollen wir hier unser nicht kleines... Hier vorne. Ja, wollte ich gerade sagen. Nee, das lassen wir. Unser angepflanzten Wald hier in der Wüste, würde ich sagen, den belassen wir mal. Zumal hier, oh, die Bäume sind schon groß gewachsen. Hinten der natürlich auch, den wir angepflanzt haben. Flo, hast du die hier selbst angepflanzt? Ja. Also... Genau. Ja, ich mache hier nicht alle weg. Nur 4, 5, 6. Was? Nein. Wir brauchen mehr Holz. Nee, ich hatte gemeint wegen Flo's Bäume, die er hier gebaut hat. Ja, ich laufe jetzt noch ein bisschen nach hinten. Ja. Wie lange hast du jetzt eigentlich vor, aufzunehmen? Machst du eine Stunde oder so eine halbe Stunde? Also wir sind jetzt grob geschätzt bei etwa 15 Minuten. Ja, nee, das kannst du ja... Prinzip kannst du das ja im Nachhinein nochmal alles schneiden, dass wir dann... Kann ich auch in mehrere Parts zwei, machen, das ist kein Problem. Zwei, drei Folgen machen. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch immer weiter auf. Ja, ja. Vielleicht kommen wir ja an die Stunde dran. Ich glaube, ich habe sogar Bestimmt. In YouTube kein Limit drin. Nee. Wenn du es aktiviert hast. Ich glaube, das haben wir mal in der Schule oder so. Oder auf der Arbeit zusammen gemacht. Nee, bei mir nicht. Kann mich auch erinnern.
Dann hast du es vielleicht mit dem Flo gemacht. Hat es irgendwem. Ja, egal, ich hatte es irgendwem mal gezeigt. Viel zu viel Dreck hier bei den ganzen Bäumen dabei. Also hier die anderen Bäume. Irgendwann steht hier nur noch Birke. Macht nichts. Ich würde ja auch gerne die Birkenbäume abpflanzen. Abhacken. Die sind schon schöner. Aber so gemischtes Holz ist auch kacke. Ja. Wenn bräuchte man nur das. Ach, ich mache hier noch meine Steinaxt. Die mache ich noch leer. Die hackt das Holz eigentlich auch recht schnell.